zwei Pullover. Die Pullover. Und hier hast du deine Medikamente, dein Parfüm. Das Parfüm? Mach dein Parfüm rein. Wir legen es unter die Pullover, damit es nicht kaputt geht, ja? Die Medikamente. Die Medikamente für die Reise. Die Seife. Ich will eine so lange, sehr lange Reise machen. Und ich will sehen, wo ich geboren bin. Und wie ist es depois? Und wie es nach dem Krieg ist. Wie die Leute in Deutschland heutzutage leben. Welche ist besser? Dieser oder dieser? Hans Bär war 14, als er mit seiner Mutter auf einem Schiff vor den Nazis nach Argentinien fliehen musste. Das war vor 80 Jahren. Aus Hans wurde Juan. Heute lebt er in Trelew in Patagonien. Ich bin Deutsch. Mein Vaterland ist Deutschland. Ich habe es nie verschwiegen. Bei der Arbeit haben sie gefragt, bist du Argentinier? In Arbeit berühmten. Bist du Argentinier? Nein, ich bin Deutsch. Das ist meine Familie, mein Vater und meine Mutter. Wie ich hier ankomme mit dem Barco. Mit dem Schiff. Das ist in Wohnbach. Das Haus in meinem Vater, mein Onkel und meine Mutter in Hohenbach haben zwei Buben, die Söhne vom Lehrer machten mir das Leben zur Hölle. Habe ich den Hitlergruß gemacht, wurde ich von ihnen verprügelt. Habe ich ihn nicht gemacht, wurde ich auch verprügelt. Man ist zu jung, dass man eigentlich an nichts denkt. Ich dachte nur daran, wegzukommen. Denn man hat schon geahnt, was kommen würde. Und kurz darauf war ja Kristallnacht und so. Man hat den Krieg schon kommen sehen. Seine alte Heimat in Deutschland lässt ihn nicht los. Jetzt mit 95 will er das erste Mal zurückkehren. So oft wollte ich zurück, aber ich konnte nicht. Es hat mich Mühe gekostet, aber ich habe ein gutes Leben gehabt, eine Familie aufgebaut, was hier in Argentinien nicht leicht war. Wann fährst du weg? Tschüss, Juancito. Gute Reise. Viel Erfolg. Danke. Da ist Oskar, will sich verabschieden. Oskar, komm dich doch verabschieden. Juancito. Gute Reise. Alles Gute. Ich hoffe, alles läuft super bei dir. Und wie geht's dir mit den Augen? Ach, hör auf. Ein kleines Dorf in der Mitte Deutschlands. Hier wurde Hans Bär geboren. Etwas mehr als 1000 Menschen leben heute in Wohnbach. Über den Besuch von Hans Bär wird schon viel geredet. Eine Begrüßungsgruppe, eigens dafür ins Leben gerufen, hat Wolfgang Harmert. Für die Leute hier in Wohnbach hängt da ganz viel mehr dran. Es ist nicht nur ein alter Mann, der in seinen
Geburtsort zurückkommt, sondern da hängt die ganze deutsche Geschichte zu dieser Zeit dran. Wie viele Chore sind dann jetzt schon angemeldet? Einen großen Empfang wollen sie Hans Bär bereiten, wenn er das Dorf nach 80 Jahren wieder besucht. Ja, 22. Ein Großteil der Wohnbacher freut sich. Es gibt oder gab aber in den letzten Monaten auch ein paar kritische Stimmen. Die fragen sich, warum kommt er überhaupt? Was will der hier? Und die andere Gruppe, die bereitet sich eben vor. Kuchen backen, was machen wir? Ich glaube, für Familien, die diese Zeit nicht richtig verarbeitet haben oder die vielleicht selbst Angehörige hatten, die halt damals ja, aktive Nazis waren, für die könnte das ja, eine schmerzhafte Erinnerung sein. Also aus Sicht derjenigen, die da gewütet haben oder der Nachkommen, verständlich, dass da heute über diese Zeit am liebsten geschwiegen wird. Es sind auch die meisten Unterlagen aus dieser Zeit sind im alten Rathaus angeblich verbrannt. Seit 8 Jahren hängt neben dem Pfarrhaus eine Gedenktafel für die ermordeten Juden aus Wohnbach. Leopold, Levi, Rudolf, Siegfried, die sind alle mit ihm verwandt und sind alle von den Nazis umgebracht worden. Wenn Hans Bär nach Wohnbach kommt, wollen Adolf Purper und seine Frau Gabriele ihm ein Bäumchen pflanzen. Dass ihr Haus an der Sackgasse 4 einst der Familie Bär gehörte, haben sie erst jetzt durch den angekündigten Besuch erfahren. Geht's? Ja. Adolf Purper hat sich auf dem Grundbuchamt erkundigt. Er ist der 3. Besitzer des Hauses nach dem Krieg. Die Familie Bär verkaufte damals unter Zwang für ein Spottgeld. Das war der Kaufvertrag. Ja, Kaufmann Levi Bär Wohnbau für Wohlmächtigen. Ja. Das sind die Kosten hier. Ah. Ja. Reichsmark. Ach, Reichsmark. RMK, Reichsmark. Ist zu zahlen bis spätestens 1. August 1936. Rechtfertigen muss ich mich nicht. Wir leben in einem Haus, das mal den jüdischen Mitbürgern gehört hat. Aber wir haben jetzt nicht irgendwie Angst, er kommt jetzt und will was von uns oder er will wieder gut machen oder will Geld haben. Ich glaube, aus dem Grund kommt er auch gar nicht. Er will einfach das noch mal sehen. Hier hatten wir dem Hans Bär angeboten, dass er in der Zeit, wo er hier uns besucht in Wohnbach, dass er hier wohnen kann. Leider hat er gesagt, dass er es nicht macht. Ich denke, der Hans Bär hat Angst davor, wieder hierher zu kommen, wieder das zu erleben, was er früher erlebt hat. Da, denke ich, hat er Angst davor. An Hans Bär persönlich erinnern können sich nur noch 2 im Dorf. Eine ist Elli Schenk, auch 95. Das bist du gar nicht geworden. Das hat niemand gewusst in Wombach. Wir haben den all gesucht. Er war nicht mehr da. Also ein schöner Bub war es, nichts mehr dran. Doch. Na ja, man hat auch mal da auch dran gehängt, wie man größer war. Na ja, so, weiter. Der andere ist Kurt Bommersheim, 94. Wie geht's? Oh ja, ja, weiter geht's. Beim alten Turnplatz sollen sie zusammen gespielt haben, er und Hans Bär. Pass auf, ob Hans Bär mich noch kennt. Sonst gibt es niemanden mehr im Dorf, der etwas weiß. Warum ist er nicht 25 Jahre früher gekommen? Da ist was dran. Da waren also auch die jetzigen Älteren noch fit oder es haben noch mehr gelebt. Ich wäre nach Wombach nicht mehr gegangen, an dem seine Stelle. Ich will es nur mal sagen, also Wombach war nicht schön. Die sind ja auch dann hier rausgetrieben worden, wahrscheinlich. Weil die Alten haben auch immer so gegen die Juden. Und da hat es die Kinder mitgemacht. Wie das da in dem Kopf des Hans Bär heutzutage noch ist, das kann ich nicht sagen. Das muss der Hans Bär selber sagen. Wenn er kommt.
Mit Hans Bär kommt die Vergangenheit nach Wohnbach zurück. Die Begrüßungsgruppe macht sich Gedanken am Stammtisch in der einzigen Dorfgaststätte. Da gab es einige Personen hier in Wohnbach. Ja, das waren richtige Nazi oder die auch bei der SS oder SA waren oder so. Aber das ist vorbei. Wir sind zwei Generationen schon wieder weiter. Die meisten, die damals, also in der Nazi-Zeit sowas gemacht haben, die leben heute nicht mehr. Und die Kinder von denen können ja nichts dafür. Aber was soll das für einen Grund haben? Ich sehe keinen Grund darin, in der Geschichte jetzt zu wühlen. Ich denke, man soll die Gegenwart sehen. Man muss froh sein, dass die Leute den Mut haben, hier nach Deutschland, nach Wohnbach zu kommen. Und man soll die Vergangenheit Vergangenheit lassen. Das ist vorbei. Das ist ja 80 Jahre zurück. Ja, natürlich darf man die Vergangenheit auch nicht ganz vergessen. Das war schon eine schlimme Zeit. Eigentlich eine Ehre für unser Dorf, dass der nochmal zurückkommt. Dass er nicht sagt, da gehe ich nie mehr hin. Sein Arzt sagt, für die Reise sei er fit, trotz 95. Heute fährt Hans Bär zu seiner Enkelin. Noch zwei Tage, bis es losgeht. Und er macht sich Gedanken über die Wohnwache. Ich weiß nicht, was Sie denken können. Manche werden denken, ein alter Freund kehrt zurück. Manche. Aber andere, wer weiß, sie kennen mich ja nicht. Stunden von Drelew nach Deutschland. Nee, von Buenos Aires nach Frankfurt, 13 Stunden. Und von Madrid nach Buenos Aires sind es 2 Stunden. Angst? Nee, nach allem, was ich erlebt habe. 3 Wochen auf dem Schiff, da hat man nur Wasser gesehen. Jeden Samstag besucht er seine Enkelin Marlene. Heute letzte Reisebesprechung. Hallo Großvater, wie geht's? Marlene, ihre Schwester Barbara und 2 Freunde werden Hans Bär nach Wohnbach begleiten. Er hat über seine Kindheit gesprochen, die schönsten Geschichten aus der Zeit, als er im Dorf gelebt hat und von seinen Verwandten, aber kaum über die schlechten Dinge oder wie sie fliehen mussten. Ihr Großvater war der einzige jüdische Junge im Dorf, schwänzte die Schule, um den Schlägen zu entgehen. Vergessen? Mich nicht erinnern, was geschehen ist. Niemals. Das ist ja Teil des Lebens, denke ich. Man vergisst nicht, was man erlebt hat. Aber Hass und so, gegen wen? Gut, Opa? Opa, bist du bereit für morgen? Ja. Ich bin bereit. Der letzte Tag zu Hause. Und was denkst du, wie wird die Reise? Ich denke, sie wird gut. Eine gute Reise. Ob Hans Bär sein Heimatdorf noch einmal sehen wollte, die Familie ahnte es, fragte aber lieber nicht. Zu schwer schien alles. Das ist der Kreis des Lebens. Man verlässt einen Ort und dann kehrt man zurück. Und dann wieder zurück. Nicht so oft feiern. Ja, klar. Oh,
sollte es Vorfälle geben, was wir nicht wünschen, was wir nicht hoffen, aber wir haben daran gedacht und wir haben unsere Bedenken an die Polizei weitergegeben. Also die empfehlen jetzt nicht, das riesengroß anzukündigen. Da müssten wir heute auch nochmal drüber reden. Machen wir das ganz öffentlich? Ja, der Bürgermeister wird da sein. Du wirst die Eröffnung machen? Die Rednerzeit und die Gesangsbeiträge höchstens eine Stunde. Es ist ein Ereignis, was nicht wiederkommt. Es ist einmalig. Die Christel Nesheim macht eine Raffaello-Torte und die Cornelia König-Schmidt macht eine Schoko-Crossi-Ananas und die Andrea Bonarius Käse-Sahne. Haben Sie eine wunderbare Zeit in Deutschland? Ja, da lauern. Fast hätte man in Wohnbach vergessen, ein Geschenk für Hans Bär zu besorgen. Wir schenken ihm, da er sich ja auch für Fußball interessiert, ein Trikot des ersten FC Wohnbach. Und das werden wir auch machen. Das Trikot ist jetzt schon da. Ob er sein Dorf überhaupt noch erkennt? Die Pfarrerin Martina Belzer organisiert für Hans Bär einen extra Gottesdienst zum Thema Heimat. 21, 22, 23, nee. Das nicht. Es sieht kein Haus in Wohnbach, wahrscheinlich keins, mehr so aus wie damals in den 30er Jahren. Die Straßen sind befestigt, die einstmals Schlammstraßen waren. Ja? Also er wird staunen, denke ich, weil es alles anders ist. In der Dorfturnhalle bereitet man den offiziellen Empfang vor. Was wir noch abklären müssen, ob wir die Geburtsurkunde kriegen, dass wir die auch überreichen könnten. Ja. Und die Blume auch noch. Ja. Die Blume organisiert die Andrea. Ja. Dann habt ihr rosa, gelb und jetzt Flieder, oder? Hab ich doch gesagt. Damit der Tisch wird für den Bär reserviert und für sie angehört. Ich muss mal ein Reservierzeltchen machen. Bring ich ja. Von zu Hause mit morgen. Schreibst du Schilder? Ja. Unbemerkt von allen kommt Hans Bär ins Dorf. Geht's dir gut? Ja, ja. Willst du die Mütze nicht aufsetzen? Ich kann sehen, Levi Bär. Das ist mein Großvater. Und da ist mein Onkel Siegfried Bär. Levi Bär, Theresienstadt. Siegfried Bär in Majdanek. Ich weiß nicht, wo das ist. Du weißt es nicht? Nein. Ist schön. Nimm deine Tasche dann. Moment mal, Mama, das sieht noch nicht so aus, ach so, wie du aussehen sollst. Gut. So, jetzt ist besser. Jawohl. Es ist Sonntag. Die Dorfturnhalle ist gleich bei Elli Schenk ums Eck. Ist doch windig, gell? Ja. Familie Bär auch auf dem Weg zum Empfang. Nachher können wir uns das Fußballspiel anschauen, wenn du willst. Ja, das ist die Wohnbacher Mannschaft. Ja, die wärmen sich gerade auf. Heute spielt Wohnbach. Aber keine Schlägerei, ja? Früher gab es das nicht. So einen großen Platz gab es damals nicht, oder? Nein. Hier, du willst doch den Bob begrüßen. Ja, das will ich schon. Ja, gut, also der heißt Hans. Der heißt Hans. Und da fahren wir jetzt hin. Ich bin der Wolfgang. Schau mal, ich bin Wolfgang.
Und ich war Hans jetzt wie bald sehr alt. Ich war damals sehr klein, jetzt bin ich schon sehr alt geworden mittlerweile. Ach, du Nico, spiel da noch Musikkapelle. Nein, glaube ich nicht. Nee, doch nicht. Das ist der Hans. Da steht der Hans. Ich bin Hans B. Guten Tag. Muss ich du sagen oder sie? Du ist gut. Wir sind doch alte Kollegen. Wir sind alte Freunde. Ja? Schön, dass du da bist. Hast du Heimweh nach Hornbach? Und du bist daran, dass ich volver an Heimat. Ja, ich wollte meine Heimat sehen. Hast aber lange gewartet, konntest ja früher kommen. So, ja. So. Ich habe die ganze Welt schon gesehen. Hallo, ich bin der Bürgermeister. Was hat er gesagt? 110? 110 möchte er werden. Ach, du spinnst. Das ist loco. Für Hans Behr ist, glaube ich, auch ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Die Wohnbacher sind die in grün mit orangener Hose. Konterspiel. Ja, die setzen auf Konter. Ja, das sind bestimmt keine Profis. Nicht wie du, du hast ja 10 Peso pro Spiel verdient. Da, rote Karte. Die werden sauer auf den Schiedsrichter. Wie wir damals, als wir gespielt haben. Einmal mussten wir alle 22 auf das Polizeirevier. Er hat alles aufgegeben, bei null anfangen müssen. Und doch wollte er zurück, unser Gast Hans Behr. Doch sein Platz in der Kirche bleibt leer. Wir danken dir für den Besuch, der uns Versöhnung vorlebt und uns vor Augen führt, wie schön unsere Heimat ist. Auch die Einladung, den jüdischen Friedhof der Gemeinde zu besuchen, nimmt Hans Behr nicht an. Die meisten Familienmitglieder, die er noch kannte, haben kein Grab. 33. Da müssen wir hin. Es gibt schon einige schlimme Geschichten, die heute nicht mehr so gerne erzählt werden. Jetzt gerade im Zuge dieser Begegnung hat mir jemand erzählt, dass auch ein jüdischer Vater eine Leiter um den Kopf gebunden bekommen hat und seine Kinder an den beiden Enden der Leiter. Und die Leiter wurde so lange gedreht, bis denen wirklich schlecht wurde. Also es müssen wirklich auch Misshandlungen stattgefunden haben, die man heute natürlich versucht zu verschweigen. Und es gibt wohl auch in Darmstadt in einem Archiv schlimme Berichte, wie die Nazis damals mit den Juden umgegangen sind. Speziell für Wohnbach auch. Die schönen Orte im Dorf soll er dem Hans heute zeigen. Keine traurigen. Fahren los. Wir wollen natürlich wissen, wie geht er damit um, was ist damals passiert. Aber nach 80 Jahren möchte ich vielleicht nicht mehr an diese Orte zurück, wo mir irgendwie Leid erfahren ist. Hallo Hans. Diese Straße geht Haupthaus, Rathaus. Richtig. Und unter der vorm Rathaus, von der Seite, kam eine kleine Straße, wo man gelaufen ist oder mit dem Fahrrad gefahren. Aber da konnten keine Karren durch. Diese Straße führt zu meinem Haus. Das ist das Haus meines Großvaters, Levi Behr. Das da. Da, wo ich nach der Schule vorbeigegangen bin und Bonbons bekam.
Also hier wohnt der Kurt Bommersahn. Er sitzt auch hier. Hans Bär. Ja? Ja. Ich bin der Kurt. Ich bin Kurt Bommersheim. Ich bin Jahrgang 24. Er ist 24. Ja, 23. Ja. Ist schon lange her. Lange her. Mal auf Wiedersehen. Ja. Alles Gute. Bis noch. Gut beieinander. Ich habe ihn noch gekannt. Als ich ihn gesehen habe, sein Gesicht, habe ich ihn gleich wieder erkannt. Ich fühlte eine Freude, aber auch gleichzeitig eine Traurigkeit. Denn ich musste so lange woanders sein. So viele verlorene Jahre, die man im Dorf hätte leben können. Ich bin Hans. Der letzte Tag in Wohnbach. Hans Bär besucht sein Elternhaus. Hier hat er als Kind gelebt. Hier war die Küche. Und das waren diese zwei Zimmer? Zwei Zimmer. Die waren vermietet. Da waren Alquiler. Alquiler und Nazi. Und der war Nazi, der Mann, der da gewohnt hat. Da. Also hier war eine Wand gewesen, ne? Acá había una pared antes. Sí, claro, y había otro Zimmer da drin. Genau, da war noch ein Zimmer da, hinter der Wand. Hinter der Wand war noch ein Zimmer. Kannst du dich noch sehr gut erinnern. Schön. So, danke. Nunca se olvida donde uno nació. Man vergisst nie, wo man geboren ist. Ja. Langsam, genau. Für meinen Freund Hans aus Argentinien, Wohnbach, 10.05.2018, Adolfo. 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 Yo originalmente no iba a hacer el viaje. Ich hatte ursprünglich nicht vor, mit auf die Reise zu gehen. Ich hatte viele Zweifel, ob es ihn zu arg treffen würde. Und vor allem dieses Gefühl, ihn ständig beschützen zu müssen. Aber ich habe auch gemerkt, dass er gar keinen Schutz braucht. Diese Erinnerungen hat er sowieso. Und er kann mit der Realität und seinen Erinnerungen viel besser umgehen als wir selbst. Er ist viel besser vorbereitet. All diese Orte, von denen mein Opa erzählt hat, als wir klein waren, sein Haus, die Schule, all dies mit ihm sehen zu können. Es ist eine einmalige Chance. Und ich bin sehr glücklich, dass ich dabei sein darf. Es war ein Abend, als ich kaum 20 Jahre, da küsst ich rote Lippen und goldes blondes Haar. Man könnte sagen, ein Viertel Deutsch, drei Viertel Argentinisch. Aber ich habe mich sehr gefreut, volver. Zurückzukehren, deutschen Boden zu betreten. Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren. Ich sehe viel Fortschritt. Ich merke, dass es den Hass nicht mehr gibt, den es früher in der Bevölkerung gab. Es gab Momente, die wir alle geteilt haben. Schöne Momente. Aber traurige Dinge gab es auch. Opa?